nicht nur auf dem Übungsplatz, sondern auch in der Klausur sind Klassen wichtig, weil sie eben ein grundlegendes Konzept von Java sind. Zum Beispiel bei der Klausur im Frühjahr 2020 waren Klassen zu schreiben bei einigen Teilaufgaben von Aufgabe 2, von Aufgabe 3. Ja, und an anderen Stellen in der Klausur kommen Klassen natürlich auch noch indirekt vor. So, wir haben Klassen schon von ganz zu Anfang gesehen. Wir haben die Klasse Robot ganz zu Anfang gesehen, schon in dem allerersten Kapitel. Und haben auch schon gesehen, wie wir uns das Ganze im Hauptspeicher vorstellen können. Das haben wir im allerersten Video zum Übungsblatt 00 alles schon gesehen. Hier nur noch einmal zur Erinnerung. Und wir haben gesehen, wenn wir eine Variable vom Typ Robot beispielsweise haben, von dieser Klasse, dass wir da etwa Methoden, die für diese Klasse Robot geschrieben worden sind, dass wir die dann aufrufen können und dann passiert irgendwas. In FOPBOT passiert dann eben beispielsweise bei der Methode Move, dass dieser Roboter innerhalb der World einen Schritt vorangeht in der Richtung, in die er zeigt. So, wir haben aber auch schon das Thema Identifier gesehen, Bezeichner. Allgemeine die Regeln, wie man Identifier tatsächlich bilden darf in Java, aber auch die Konventionen, wie Klassennamen beispielsweise zu bilden sind. Erst einmal die allgemeinen Regeln. Nur nochmal zur Erinnerung, haben wir alles in unserem ersten Video schon mal gesehen. Das Identifier eben aus Buchstaben, klein und groß, wird unterschieden bestehen können aus Ziffern und aus diesen zwei Sonderzeichen noch. Und das erste Zeichen darf keine Ziffer sein. Auch die Schlüsselwörter und anderes dürfen nicht gewählt werden. Groß- und Kleinschreibung haben wir schon gesehen, wird unterschieden, sodass also das Schlüsselwort while, alles klein, nicht als Identifier verwendet werden darf. Aber jede Verfremdung davon kann verwendet werden. Ist nicht unbedingt klug, erleichtert nicht unbedingt die Lesbarkeit Ihres Quelltextes, aber prinzipiell möglich. So, und wir haben auch schon die Konvention gesehen. Wenn Sie eine Klasse haben, dann wird der erste Buchstabe immer groß geschrieben. Das ist eine Konvention. Sie müssen sich nicht daran halten. Das Programm wird trotzdem übersetzt, was Sie geschrieben haben. Aber aus Gründen der Lesbarkeit für sich selber, aber vor allem auch für andere, ist es sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll, wenn Sie sich von Anfang an Konventionen halten. Und das ist eben die Konvention für Klassen wie Robot. Großbuchstabe, allgemeine Konvention, Wortanfänge mittendrin, immer auch groß geschrieben, so wie Sie hier oben bei My Robot 2, Get Number of Coins auch sehen. Aber ein wesentlicher Unterschied ist eben, dass bei anderen Sachen, wie beispielsweise Variablen oder Methoden, der erste Buchstabe klein ist, bei Klassen ist er groß. Hier nochmal dargestellt die Wortanfänge. Und hier nochmal, wo mindestens etwa in der Einrichtung eines Objektes und einer Variablen einer Klasse, wo überall mindestens White Spaces sein müssen. Auch das haben wir schon gesehen. White Spaces müssen mindestens sein zwischen Namen der Klasse, zwischen zwei Identifiern und Schlüsselwort und Identifier eben entsprechend. Wir bauen jetzt die Klasse Robot nach und nennen sie dann MyRobot. Das heißt, wir bauen das nach, was als Klasse Robot im Paket FOPBOT implementiert ist. Nicht ganz, also die Verbindung zur World, zur Zeichenfläche, das ganze Zeichnen, das werden wir auslassen, aber alles andere, was wertvoll ist, bauen wir nach, zumindest beispielhaft. Wir werden auch nicht alle Methoden implementieren, aber wenn wir fertig sind mit diesem Video, dann wissen Sie, wie Sie auch die anderen Methoden implementieren müssen. So, aber bevor wir zu der Klasse Robot kommen, die nachzubauen als eigene Klasse, die wir MyRobot nennen, die Klasse Robot hatte ja noch einen Bestandteil, eine Zutat sozusagen, nämlich eine Direction. Hoch, runter, rechts, links. Und die bauen wir jetzt als erstes nach. Auf der basiert dann auch die Klasse Robots. Das wird dann von der Klasse Robot verwendet. Nennen wir MyDirection. Und Sie sehen, wie sowas aussieht. So sieht es immer aus. Das ist einfach eine Aufzählung, Englisch Enumeration, abgekürzt Enum. Sie schreiben also Enum hin und den Namen, unter dem dieses Enum, diese Aufzählung dann angesprochen werden können soll.
Die nennen wir jetzt nicht Direction, wie in Fopot, sondern MyDirection zur Unterscheidung. Und dann schreiben Sie die verschiedenen Fälle hin, die aufgezählt werden können. Einfach so, durch Komma getrennt, kein Komma am Ende nach dem letzten. Up, Down, Left, Right und Ende. Das Public hier vorne ist deshalb wichtig, damit außerhalb der Quelltextdatei, in der Sie MyDirection implementiert haben, tatsächlich auch MyDirection verwendet werden kann. Das ist aus dieser Quelltextdatei in andere Quelltextdateien, vor allem dann in unserer Klasse MyRobot, dann importierbar ist. Sie sehen jetzt hier noch geschweifte Klammern drumherum, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Und damit haben Sie eigentlich alles dazu, alles Wesentliche erst einmal zu Enumerationen gesehen. Enumerationen hatten wir ja schon bei Klasse Robot gesehen, genau mit diesen vier verschiedenen Konstanten, Up, Down, Left, Right. So, jetzt kommen wir zu MyRobot. Und wir werden immer auch gleich eine bestimmte Darstellungsweise, die den Namen UML, Unified Modeling Language, trägt, also innerhalb dieser konsistent gehaltenen, vereinheitlichten Modellierungssprache, UML, wie darin Klassen dargestellt werden. Da sehen Sie, es gibt eine Kurzform, darüber gibt es nichts weiter zu sagen, das ist einfach in einem Kasten der Name der Klasse. Es gibt auch eine Langform und da sehen Sie dann neben dem Namen im ersten Kasten die Attribute und dann die Methoden. Die Attribute vom Roboter hatten wir auch schon erraten, schon im allerersten Video, dass wir zwei Attribute X und Y haben. Die sind von dem ganzzahligen Datentyp Int, den wir schon kennengelernt haben. Dann haben wir eben das, was wir eben implementiert haben, MyDirection. Davon haben wir ein Attribut, wo eben drin steht, ob der Roboter momentan nach oben, nach unten, nach rechts oder nach links schaut. Und wir haben auch schon gesehen, die Anzahl der Münzen, das ist auch wieder eine ganze Zahl sinnvollerweise. So, warum steht da ein Minus davor? Ein Minus steht davor, weil wir werden sehen, wie man das schreibt, werden wir gleich sehen. Wir wollen nicht, dass diese Attribute nach außen hin für Nutzer unserer Klasse MyRobot sichtbar sind. Deshalb werden wir Private davor schreiben, wenn wir die einführen, werden wir gleich sehen. Und hier in UML wird es angedeutet durch ein Minus. So, jetzt kommen danach die Methoden. Sie sehen hier, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe nicht alle Methoden hingeschrieben, nur die erstmal wichtigsten Methoden. Alle anderen sind analog bildbar. Wir wollen sicherlich eine Methode Move einrichten. Sehen Sie, keine Parameter. Und wir wollen, dass diese Methode nichts zurückliefert. Da schreiben wir in UML Void hin. Turn left genauso, sie soll nichts zurückliefern, sie soll einfach nur etwas machen, nämlich den Roboter um 90 Grad nach links drehen. Get num of coins und has any coins, das sind zwei andere Fälle. Get num of coins soll etwas zurückliefern, nämlich die Anzahl der Münzen, die momentan in diesem Roboter gespeichert sind. Und has any coins soll true oder false zurückliefern. True, wenn der Roboter tatsächlich Münzen momentan gespeichert hat, false, wenn er keine Münzen gespeichert hat, das heißt also, wenn die Anzahl der Münzen 0 ist. True und false ist uns des Öfteren schon begegnet, das ist ein Datentyp, so ähnlich wie int, ein Datentyp, nur int hat sehr viele verschiedene Werte, 0, plus 1, minus 1, plus 2, minus 2 und so weiter und so fort. Dieser Datentyp Boolean hier hat nur zwei Werte, true oder false. Das heißt also, Boolean ist der Datentyp, mit dem man binäre Logik ausdrücken kann. Wir werden später noch mehr dazu sehen, beziehungsweise wir haben ja auch schon einiges dazu gesehen. Mit diesem Namen Boolean wird dieser Datentyp angesprochen. Warum Boolean? Warum so ein komischer Name? Dieser Datentyp ist benannt nach einer Person, nach einem Mathematiker aus dem 19. Jahrhundert, George Boole. Ihm zu Ehren findet man in sehr vielen Programmiersprachen den Datentyp Boole oder Boolean. So, jetzt gehen wir daran, die Klasse MyRobot tatsächlich zu implementieren. Sie sehen hier nochmal rechts unten das UML-Diagramm, die ausführliche Form, und wir beginnen hier die Klasse zu implementieren. Sie sehen, eben hatten wir Enum MyRobot.
Jetzt haben wir Class MyRobots, um anzudeuten, das soll jetzt keine Enumeration sein, sondern das soll jetzt eine Klasse sein. Auch hier wieder Public, denn die Klasse MyRobots soll auch anderswo importierbar sein. Dafür müssen wir sie hier Public deklarieren. Auch hier wieder alles, was jetzt kommt, was die eigentliche Klasse ausmacht, was Sie hier rechts im UML-Diagramm dann als Details sehen, das ist in geschweiften Klammern und hier habe ich jetzt erst einmal nur Ausfüllen geschrieben. Als kleiner Marker, hier muss jetzt noch eine ganze Menge hingeschrieben werden, um die Klasse MyRobot tatsächlich mit Inhalten zu füllen. Und das sind auch schon die vier Attribute. Hier sehen Sie die vier Attribute nochmal rechts im UML-Diagramm und hier sehen Sie nochmal geschrieben: Int x, Int y, Int Number of Coins, drei Attribute vom Typ Int, ganze Zahlen. Ein Attribut von dem gerade eben erst eingeführten, selbstgebastelten Enumerationstyp. Und was ich eben gesagt habe, was hier mit Minus angedeutet ist im UML-Diagramm, das Schlüsselwort Private vorneweg sagt, diese vier Attribute lassen sich außerhalb der Klasse MyRobot nicht ansprechen. Wenn Sie ein Objekt, eine Variable der Klasse MyRobot verwenden, in Ihrem eigenen Code, dann können Sie diese vier Attribute nicht verwenden. Sie können nicht darauf lesend oder schreibend zugreifen. Nur die Methoden der Klasse MyRobot dürfen das. Die haben exklusiven Lese- und Schreibzugriff auf diese vier Attribute. Das ist ein generelles Konzept, Einkapselung, das uns immer wieder begegnen wird. Wir wollen nicht, dass der Nutzer einer Klasse direkt auf die Attribute zugreift. In der Regel wollen wir das nicht, weil er damit nur Fehler machen kann, weil er tatsächlich dann Unsinn fabrizieren kann. Der Zugriff soll moderiert werden durch entsprechende Methoden und diese Methoden werden wir dann sehen. Hier ist die erste Methode. Das ist die gesamte Methode Move. Also Sie sehen hier nochmal den Kopf der Klasse MyRobot, wie wir sie eben gesehen haben, mit geschweiften Klammern drumherum. Vor der Methode Move gibt es so einiges. Unter anderem haben wir da als erstes die Attribute hingeschrieben und danach gibt es noch andere Sachen. Hier ist die Methode Move selber ohne Schnörkel, ohne alles. Das ist die gesamte Methode Move. Fertig. So, die müssen wir uns jetzt ansehen, um sie zu verstehen. Die Methode Move, der Name steht hier und auch hier wieder keine Parameter. Wir werden später noch in diesem Video Methoden mit Parameter sehen. Hier erstmal keine Parameter. Wir müssen aber im Gegensatz zu manchen anderen Sprachen hier das leere Klammerpaar hinschreiben, um anzudeuten, eine leere Liste von Parametern. Es wird der Methode Move nichts übergeben, keine Information, braucht sie auch nicht, denn um einen Schritt in Blickrichtung vorwärts zu gehen, braucht Move keinerlei Informationen mitzubekommen. So, Public auch wieder im Gegensatz zu Private, damit die Methode Move dann tatsächlich auch außerhalb der Klasse MyRobot verwendet werden soll, so wie die Methode Move von Robot ja auch außerhalb der Klasse Robot verwendet werden kann. Das ist ja der Sinn und Zweck der ganzen, dass solche Methoden von nutzenden Programmen verwendet werden können. Und hier wiederum in geschweiften Klammern, hier und hier, sehen Sie das, was eigentlich passieren soll in der Methode Move. Und das ist ganz einfach. Was soll denn im Move passieren? Wenn der Roboter nach oben zeigt, dann soll die Zeile um 1 erhöht werden, dann soll er auf die nächste Zeile gehen. Der Zeilenwert y soll um 1 erhöht werden. Hingegen, wenn der Roboter nach rechts zeigt, soll der Spaltenwert um 1 erhöht werden, das x. Wenn der Roboter nach runter zeigt, soll der Entschuldigung, der Zeilenwert um 1 vermindert werden. Und ansonsten bleibt noch ein vierter Fall übrig, nämlich wenn der Roboter nach links zeigt, dann soll der Zeilenwert um 1 vermindert werden. Ja, nichts anderes macht Move. Move ändert einfach, entweder je nach Blickrichtung, entweder die aktuelle Zeile oder die aktuelle Spalte um 1. Und je nachdem, wie die Blickrichtung ist, entweder erhöht oder vermindert jeweils um 1. Und das ist schon die gesamte Methode Move. Mehr passiert nicht, wenn Sie Methode Move auch von Klasse Robot aufrufen.
So, wie kann man sich das Ganze jetzt vorstellen? Also, ich habe jetzt hier mal einen ganz kleinen Codeausschnitt geschrieben, der einfach nur zum Spielen da ist. Also, wir fangen an damit, dass wir hier irgendwas machen, was jetzt auch nicht weiter wichtig ist. Rufen dann die Methode Move auf mit Robot. Das heißt, es wird jetzt an dieser Stelle im Ablauf des Programms zum Code von Move gesprungen und es wird sich natürlich gemerkt, um welchen Roboter es hier geht, nämlich das Objekt, was hinter Robot steht, die Adresse, die darin steht, wird hier sich gemerkt. Das wird ausgeführt, dieser Code der Methode Move mit Robot. Dann geht es wieder zurück an diese Stelle, ja. Wir sind also zum Code der Methode Move gesprungen und springen nach Beendigung wieder zurück, führen diese Anweisung aus, die danach kommt, springen wieder zur Methode Move von Robot, aber jetzt mit einer anderen als der vorhergehenden Referenz, nämlich die Robot 2, sodass also bei Robot 2, bei den Attributen von Robot 2 dann entsprechend die Änderung von X oder von Y stattfindet. Dieser Code wird ausgeführt und dann wird wieder zurückgesprungen und diese Anweisung wird ausgeführt und damit ist dieser ganze Codeschnipsel hier fertig. So, wir müssen uns aber noch ein bisschen mehr hier anschauen, was das alles wirklich konkret bedeutet. Wenn Sie die Einstiegsmethode Main aufrufen, dann was passiert dann? An irgendeiner Stelle in Ihrem Speicherplatz gibt es einen Stackpointer und es gibt einen reservierten Platz für Informationen zu den aufgerufenen Methoden. Wenn Sie Methode Main aufrufen, hier beginnt dieser Bereich. Der sogenannte Aufrufstapel. Wenn Sie zunächst mal die Methode Main aufrufen, dann wird hier Information abgelegt für diesen Aufruf der Methode Main. So ein Stück Information nennt man Frame. Da sind alle möglichen Informationen drin, die zu dem Aufruf von Main gehören. Wenn jetzt in Main Move aufgerufen wird, wird der Stackpointer hier hingesetzt, eins weiter. Hier wird Information abgelegt zu dieser Methode Move. Und wenn die Methode Move beendet ist, dann wird der Stackpointer wieder zurückgesetzt und die Information, die hier drin ist, die ist verloren. Die wird beim nächsten Aufruf, beispielsweise hier der Methode Move, dann wieder überschrieben mit den neuen Informationen. So dass sich das Ganze jetzt etwas ausführlicher für einen solchen Aufruf der Methode Move darstellt, nämlich, dass wir hier doch einiges dazu machen. Was passiert, wenn wir in Move jetzt mit einer Anfangsadresse eines Objektes dann herumhantieren? Dann wird zunächst einmal, wenn zum Beispiel hier eine der verschiedenen X- oder Y-Werte geändert werden soll in der Methode Move, dann wird zunächst einmal geschaut auf das Objekt, auf das Robotobjekt geschaut, die Anfangsadresse und an irgendeiner Stelle mit irgendeinem Offset, mit irgendeiner Adressdifferenz steht dann da drin das Attribut Direction und dann wird geschaut, welcher Wert steht in diesem Attribut Direction drin? Okay, falls der Inhalt gleich ab ist, also dass der Roboter nach oben zeigt, dann springt der Roboter hier hin. Falls er nicht der Inhalt ist, falls der Inhalt der ist, dass der Roboter nach oben gerade zeigt, dann wird Y. Der wird Y ausgelesen und der wird, beziehungsweise die Adresse davon wird ausgelesen und der Wert, der an dieser Adresse steht, wird um 1 erhöht. Und dann ist ja nichts mehr zu tun in der Methode Move. Wenn der Blickwinkel nach oben ist, dann wird einfach Y um 1 erhöht und dann kann
die Methode beendet werden. Die Anweisungen, die wir eben gesehen haben zum Beenden der Methode, die werden dann ausgeführt. Falls aber hingegen nicht der Roboter nach oben zeigt, dann geht es weiter mit den anderen Fällen, die sind hier ausgelassen. So, jetzt haben wir einen ersten Eindruck bekommen von Methoden, die void sind, die also nichts zurückliefern. Hier sehen Sie jetzt vier Methoden, die etwas zurückliefern, nämlich jeweils dreimal int und einmal myDirection. Und Sie sehen, das Bildungsprinzip ist ganz einfach. Da, wo vorher void stand, steht jetzt jeweils der Typ, der zurückgeliefert wird, dreimal int und einmal myDirection. Und es wird in jedem dieser Fälle, wollen wir einfach nur den aktuellen Attributwert zurückgeben. Wir wollen hier mit getX einfach den Inhalt von x, das heißt also die Spaltenzahl, die aktuelle Spaltenzahl zurückliefern, die aktuelle Zeilenzahl, die aktuelle Blickrichtung und die aktuelle Anzahl von Münzen. Und Sie sehen, wie das gebildet wird. Auf das Private-Attribut x kann diese Methode von MyRobot tatsächlich zugreifen. Ja, Private heißt, das hatten wir vorhin gesagt, außerhalb der Klasse MyRobot kann man, darf man nicht zugreifen auf dieses Attribut, aber innerhalb mit den Methoden von MyRobot kann man darauf zugreifen. Und wenn Sie mit einem Objekt von Klasse MyRobot getX aufrufen, dann wird von diesem Objekt der X-Wert hier zurückgeliefert, analog die anderen drei Fälle. Und damit ist eigentlich schon alles soweit gesagt. Sie sehen, wie die Bildung ist, immer mit Return vorneweg, das ist ein Schlüsselwort, das exklusiv dazu da ist, das reserviert dazu ist, um anzuzeigen, dass dieser Wert jetzt von der Methode zurückgeliefert werden soll. Und wenn ich Return x oder ähnliches schreibe, nach Ausführung von Return x ist dann auch die Methode getX insgesamt beendet und liefert eben den aktuellen Wert von x zurück. So kann man sich das dann vorstellen, wenn wir etwa sowas wie getX aufrufen, ist wieder alles etwas komplizierter. Hier vorneweg noch wieder eine andere Anweisung als Startpunkt. Wir haben schon gesehen, der Stackpointer muss entsprechend umgebogen werden für den neuen Frame. Wir berechnen die Adresse der nächsten Operation. Die nächste Operation nach Aufruf von getX ist die Zuweisung des zurückgelieferten Wertes an die Variable i. Diese Adresse, die ist ganz wichtig. Wir müssen ja wissen, wohin die nach Ausführung der Methode wieder zurückgesprungen werden muss. Wo wird das gespeichert? Das wird in dem Frame für den Aufruf dieser Methode gespeichert. Da gibt es eine Stelle, die ist reserviert dafür, dass dort die Rücksprungadresse gespeichert wird. Das heißt also, wir rufen getX auf. In dem Frame, der für getX angelegt wird, wird gespeichert, dass an dieser Stelle als nächstes die Zuweisung des zurückgelieferten Wertes an i, dass dahin zurückgesprungen werden muss und dort dann eben der Prozess weiterläuft. Dann müssen wir natürlich auch die Adresse, die in Robot steht, also die Anfangsadresse des Objektes, auf das Robot verweist, die müssen wir auch in den Frame reinsetzen. Auch dafür gibt es eine reservierte Stelle im Frame für die Adresse des Objektes, mit dem diese Methode aufgerufen wird. Und jetzt wieder dasselbe, wie wir vorher auch schon bei Methode Move gesehen haben. Irgendwo steht in diesem Objekt, bei jedem Objekt an derselben Stelle, mit demselben Offset, mit derselben Adressdifferenz zur Anfangsadresse, steht der Wert x, das Attribut x drin, und von diesem Attribut x den Wert nehmen wir und kopieren ihn. Natürlich nicht wir, sondern das macht der Computer. Der nimmt diesen Wert, liest ihn aus, kopiert ihn an eine spezielle Stelle, die reserviert ist, ein spezieller Speicherplatz, der reserviert ist für rückgegebene Werte. Und von diesen, den habe ich hier groß W genannt. Und als letztes hier sind wir dann hier tatsächlich wieder zurück aus dem Methodenaufruf von getX, wird dieser Wert aus dieser Stelle dann tatsächlich in i kopiert, was diese Zuweisung i gleich eben ausdrückt. So, hier vielleicht nochmal ganz kurz
zwei Methoden, die etwas zurückliefern. Get Number of Coins haben wir eben schon gesehen. Boolsche Methode, Has Any Coins, haben wir schon mehrfach gesehen, aber nicht implementiert. Has Any Coins soll True zurückliefern, wenn, genau dann, wenn der Roboter Münzen hat. Das heißt, wenn die Anzahl der Münzen, die dieser Roboter hat, größer 0 ist. Und genau das liefern zurück. Number of Coins größer 0 ist ein Ausdruck, ein Boolscher Ausdruck, also ein Ausdruck, der True oder False sein kann. Und wenn er True ist, dann wird True zurückgeliefert. Und wenn er False ist, wird False zurückgeliefert. Das heißt also, hier an dieser Stelle wird Number of Coins ausgelesen. Es wird getestet, ob größer 0. Und wenn größer 0, wird True zurückgeliefert. Wenn nicht größer 0, wird False zurückgeliefert. Man kann es natürlich auch so machen. Und für größere, komplexere Programme und größere, komplexere Klassen wird sich das auch anbieten, dass wir tatsächlich Methoden, die wir an der einen Stelle geschrieben haben, dann an der anderen Stelle innerhalb derselben Klasse wieder verwenden. Das ist hier an dieser Stelle mit diesem einfachen Beispiel noch nicht so unbedingt wichtig. Aber bei komplexeren Beispielen ist es wichtig, wenn hier eine komplexere Logik drin ist, dass man die nicht zweimal hier drin hat, einmal bei Get Number of Coins und einmal bei Has Any Coins, sondern dass man sie nur einmal implementiert und dann hier in der anderen Methode einfach wiederverwendet, weil sonst müssten wir komplexen Code redundant implementieren. Das ist sehr fehleranfällig, spätestens dann, wenn wir etwa in diesem redundanten Code zweimal fast derselbe Code beispielsweise Änderungen, Modifikationen vornehmen wollen. Und dann müssen wir immer daran denken, dass wir an jeder anderen Stelle dieselben Modifikationen vornehmen. Wenn wir das so wie hier machen, an dieser Stelle, dass wir nur einmal die eigentliche Logik implementieren und an der anderen Stelle durch Methodenaufruf verwenden, brauchen wir dann, wenn das hier komplexere Logik wäre als hier in diesem kleinen Beispiel, dann könnten wir da einfach nur hier alles ändern und hier bräuchten wir nichts zu ändern. Die Logik würde mitfolgen. So, das würde dann so aussehen. Von Main aus wird Has Any Coins aufgerufen und intern in Has Any Coins wird Get Number of Coins aufgerufen. Ja, also das Konzept Call Stack, Stack Pointer wird einfach weitergeführt. Hier sehen Sie nochmal ein Beispiel, warum es wichtig ist, dass wir ein so flexibles Konzept haben mit Call Stack und Stack Pointer. Sie sehen hier zwei verschiedene Schnappschüsse von demselben Programm, von der Ausführung desselben Programms. Ja, einmal wurde Get Number of Coins irgendwo direkt aus Main aufgerufen und einmal zur anderen Stelle wurde Get Number of Coins indirekt ausgerufen. Main hat Has Any Coins aufgerufen, Has Any Coins hat Get Number of Coins aufgerufen. Und Sie sehen, wir können nicht einfach irgendwo ein Stück Speicherplatz für Get Number of Coins reservieren. Wir müssen das schon so kompliziert machen, denn ansonsten, hier brauchen wir ja dann immer die ganze Information. Ansonsten würde die Information verloren gehen, was jetzt als nächstes wieder, wenn wir zurückspringen, dass wir hier zu Has Any Coins zurückspringen und dass wir hier zu Main zurückspringen. So, jetzt kommen wir zu unseren ersten Methoden mit Parametern. Wir haben bei Klasse Robot Methoden setX und setY, die wir jetzt nachimplementieren, nämlich, dass wir explizit die Spalte bzw. die Zeile umsetzen. Dass wir explizit sagen, dieser Wert newX, den wir hier als Parameter übergeben, wieder auf dieselbe Art und Weise, erst der Datentyp, dann der Name. Das Attribut x soll auf diesen neuen Wert gesetzt werden, beziehungsweise das Attribut y soll auf diesen neuen Wert gesetzt werden. Oder auch mit zwei Parametern. Das sehen Sie hier. Wenn Sie mehr als einen Parameter haben, ist eigentlich alles immer dasselbe, nur die Parameter müssen durch Komma getrennt sein. Und Sie sehen hier setPosition, das ist einfach setX und setY, die Logik dieser beiden Methoden zusammengefasst. Sie bekommen zwei Parameter, ein zur Neusetzung des X-Wertes, der Spalte also, ein zur Neusetzung des Y-Wertes, der Zeile also.
Hier nochmal ein anderes Beispiel für eine Methode mit Parametern, eine Methode Copy. Die Logik von Copy ist die, wenn ich Copy aufrufe für einen Roboter, robot.copy oder so etwas, dann muss ich dem noch einen zweiten Roboter als Parameter hinzugeben, der andere Roboter. Und was herauskommen soll, ist, dass der Robot, mit dem ich die Methode aufgerufen habe, dann einfach die Attributwerte übernehmen soll, die der andere Robot jetzt gerade hat. Das heißt also, mein eigenes X soll das überschrieben werden mit dem X-Wert des anderen Roboter, Y und die anderen entsprechend auch. Und das kann man sich beispielsweise so vorstellen hier, wenn ich hier Copy aufrufe, ja, mit MyRobot 2 rufe ich Copy auf, der andere Robot ist hier MyRobot. Ich will also mit diesem Aufruf, dass MyRobot 2 nach diesem Aufruf dieselben Attributwerte hat wie MyRobot. Das heißt also dieselbe Zeile, dieselbe Spalte, dieselbe Blickrichtung, dieselbe Anzahl Münzen. Und wenn ich das jetzt hier aufrufe, innen drin ist das ja MyRobot. Ist das nicht MyRobot, sondern OtherRobot. Was da tatsächlich passiert ist, dass nicht das Objekt hier kopiert wird oder irgendetwas, sondern was ich hier draußen MyRobot nenne, als Parameter übergebe und was innerhalb der Methode OtherRobot heißt, ist dasselbe Objekt, nur MyRobot hier eingerichtet außerhalb von der Methode Copy und OtherRobot, der Parameter innerhalb der Methode Copy, sind zwei verschiedene Referenzen, die auf dasselbe Objekt zeigen. Das wird also von MyRobot in OtherRobot beim Aufruf von Copy nur die Adresse kopiert. So, jetzt sieht die Sache aber anders aus, wenn wir jetzt MyRobot und MyRobot 2 miteinander vergleichen. Das sehen Sie jetzt hier. Wir haben von vornherein zwei verschiedene Robot-Referenzen eingerichtet, MyRobot und MyRobot 2. Wir haben von vornherein zwei verschiedene Objekte eingerichtet. Wir haben dieses Bild im Prinzip schon mal gesehen. Genau so sieht das aus. Zwei verschiedene Referenzen, zwei verschiedene Objekte. Und daran ändert sich durch das Copy überhaupt nichts. Der Punkt ist einfach der, wenn ich MyRobot 2.copy aufrufe mit MyRobot als anderem Robot, dann wird bei MyRobot 2 hier die Werte dieser Attribute werden dann, so wie wir es implementiert haben, überschrieben mit den Werten des entsprechenden anderen Objektes. Ja, es werden einfach nur Werte kopiert. Von dem einen Objekt in das andere, aber an den Objekten selber ändert sich überhaupt nichts. So, jetzt haben wir alle Methoden soweit geschrieben, bis auf eine, die wir schon ganz zu Anfang verwendet haben, die den schönen Namen Konstruktor trägt. Klassen haben Konstruktoren. Konstruktor wird aufgerufen bei New und die Parameterliste des Konstruktors ist die Parameter, die Sie hinter New Robot oder hinter New My Robot oder was immer für eine Klasse Sie schreiben, dann zum Tragen kommt. Wir haben das schon gesehen. Wenn Sie New Robot oder bei uns jetzt New My Robot ein Objekt einrichten, dann soll da in runden Klammern durch Kommas getrennt als Parameter der X-Wert, der Y-Wert, die Richtung und die Anzahl der Münzen. Die initialen Werte dazu bei der Einrichtung des Roboters, die sollen übergeben werden. Und dazu brauchen wir einen Konstruktor, der das macht. Wie Sie sehen, das ist im Prinzip genauso eine Methode, wie wir sie bisher gesehen haben, aber es gibt einen einzigen großen Unterschied. Nämlich der Name der Methode ist gleich dem Namen der Klasse. Ein Konstruktor hat als Name der Methode den Namen der Klasse. Alle anderen Methoden, die nicht Konstruktoren sind, haben andere Namen, dürfen nicht den Namen der Klasse als eigenen Namen haben. Und Sie sehen auch noch eine kleine Eigenart, nämlich wir schreiben da weder Void noch irgendeinen Datentyp hin, sondern einfach hinter dem Public gleich den Namen der Klasse, die ja dann der Name des Konstruktors ist. Wenn wir diesen Konstruktor so geschrieben haben, mit vier Parametern, die eben die vier Attribute des neu eingerichteten Objekts initial setzen,
Was dann passiert ist, New Robot oder hier in diesem Fall bei unserem nachgebastelten Robot, New My Robot, mit diesen vier Werten in Klammern, dann wird dieser Konstruktor aufgerufen und diese vier Werte werden gesetzt. Das wird passiert automatisch. Hier sehen Sie das nochmal grundsätzlich. Wenn so eine Zeile abgearbeitet wird, dann wird eine Referenz eingerichtet, der wir den Namen MyRobot gegeben haben. Es wird ein Objekt eingerichtet, entsprechend Speicherplatz von ausreichender Größe reserviert. Es wird der Konstruktor aufgerufen mit diesen vier Werten. Und wir haben eben auf der letzten Folie gesehen, was dieser Konstruktor macht. Und hier durch die Zuweisung Operator New liefert auch die Anfangsadresse des eingerichteten Objektes zurück. Durch diese Zuweisung wird diese Anfangsadresse in MyRobot gespeichert. Und damit ist diese Zeile zu Ende. Jetzt haben wir zwar immer noch nicht verstanden, warum das so kompliziert ist, aber wir haben immerhin doch ein gutes Verständnis erreicht, was in so einer Zeile wie da oben dann tatsächlich alles vor sich geht. Hier sehen Sie das Ganze nochmal mit einer anderen Klasse X. Wir werden uns so langsam aber sicher von FOPPORT lösen und auch andere Beispielklassen, die nichts mit FOPPORT zu tun haben, uns anschauen oder auch, so wie hier, einfach Klassen, die keinen wirklichen Sinn und Zweck erfüllen, die rein zu Illustrationszwecken da ist und die deshalb irgendwie zum Beispiel Klasse X genannt werden und die Attribute werden einfach so genannt, so wie hier und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir gesagt, wir brauchen einen Konstruktor hier, aber Sie sehen hier bei diesem Aufruf, da wird tatsächlich ein Konstruktor mit leerer Parameterliste aufgerufen, aber wir haben gar keinen hier links in der Klasse X implementiert. Die Regel ist die, wenn wir keinen Konstruktor implementieren, dann wird automatisch bei der Übersetzung ein Konstruktor mit leerer Parameterliste eingefügt in die Klasse. Und dieser Konstruktor macht nichts, enthält keine Anweisungen, wird aber hier pro forma aufgerufen, sodass also jede Klasse automatisch einen Konstruktor hat, egal ob sie selber einen schreiben oder nicht. Ja, hier vielleicht noch eine kleine Variation. Sie können auch initiale Werte anstelle vom Konstruktor, wenn Sie immer wissen, dass bei allen Objekten dieser Klasse immer dieselben initialen Werte sein sollen, in diesem Fall brauchen Sie das nicht in einen Konstruktor zu packen, sondern können das, so wie Sie es hier sehen, auch schon so einrichten. Dann sind das die initialen Werte für diese drei Attribute. So, wenn wir Attribute haben, wir haben schon ein bisschen bei der Klasse MyRobot herumgespielt. Hier vielleicht noch mal ein etwas systematischerer Blick auf Attribute. Die Attribute sind jetzt public definiert, damit wir da einfach zugreifen können. Ja, wir wollen jetzt nur etwas illustrieren, da kann uns private nur stören. So, dadurch, dass sie public definiert sind, können wir von außerhalb der Klasse X darauf zugreifen und darauf zugreifen, auf ein Attribut zugreifen, heißt lesen, schreiben, darauf zugreifen. Wir können zum Beispiel über A können wir das Objekt ansprechen, so wie wir auch bei Robots da schon gesehen haben. A.i ist diese Speicherstelle, die in diesem Objekt hier für das Int-Attribut i reserviert ist und wir können das hier auf der rechten Seite lesen, den Wert rauslesen. Auf diesen Wert, den wir hier rausgelesen haben, den nächsthöheren Wert hernehmen durch Addition plus 1 und der Wert, der hier rauskommt, den können wir zum Beispiel auch wieder hier in diese Speicherstelle speichern. Das ist einfach nur illustrativ, um zu zeigen, lesend, rechte Seite von der Zuweisung, lesend auf den Speicherplatz hier. Dieses i in dem Objekt, auf das a verweist, lesen darauf zugreifen, irgendwas damit machen mathematisch und aber genauso gut auch schreiben zugreifen. Oder so wie hier, beispielsweise double enthält ja int, ja in jeder int-Wert kann in double gespeichert werden, sodass Sie also zum Beispiel lesend auf den Speicherstelle i und dann schreibend auf die Speicherstelle d zugreifen können.
So, damit sind wir jetzt beim Ende dieses Videos. Hier nur noch eine kleine Variation des Ganzen zur Vertiefung des Verständnisses. So wie Sie ein Attribut von einem primitiven Datentyp wie int haben können, können Sie auch ein Attribut beispielsweise von einer Klasse haben. Wenn Sie jetzt von dieser Klasse Y eine Referenz und ein Objekt einrichten, dann ist da ja ein Attribut klein x drin. Und wie initialisieren Sie das? Naja, genauso wie Sie immer Klassen, Objekte davon eingerichtet haben, nämlich mit new x. Das heißt, a.x, diese Speicherstelle hier, die verweist dann auf ein neu eingerichtetes Objekt vom Typ Groß X, so wie Sie das hier jetzt angedeutet sehen.